alles, was er will. Leute, wir machen heute mal eine kleine Tour hier im Pott. Bei uns geht's heute Richtung Waltrop und wir wollen euch mitnehmen. Das Ziel, das seht ihr dann, wenn ihr in Waltrop angekommen seid. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal hinzufahren. Es wird auf jeden Fall wild. Wir starten hier im Hafen. Schönes Hafenamt. Und hier vorne ist auch das Industriegebiet vom Hafen. Und ja, Joshua im schönen postkolonialen Outfit heute. Ich mag einfach nur beige als Farbe. Und hier Georg Elser, stabiles Modelabel. Ja, wir können ja hier einmal so ein Outfit. Ja. Voila, nicht schlecht. Ja. Und dann wir suchen unseren Bikes. Radeln wir jetzt mal kurz und dann zeigen wir euch Impressionen während des Weges. Zwei Sachen. Einmal ist mir aufgefallen, dass wir tatsächlich in der Ankündigung sowieso sagen werden, wohin wir unterwegs sind. Und zum anderen haben wir gerade passenderweise auf dem Weg Ortskundige aus Waltrop gefunden. Und jetzt kriegt ihr einmal eine kleine Einschätzung zu Curry Heini, zu dem wir auf dem Weg sind. Ja, der Curry Heini ist ja überregional berühmt für seine Currysoße und Currywurst, daher der Name auch. Ich habe gesagt, dass auch die Hähnchen in der letzten Ölung sein erwähnenswert. Für Leute, die kein Fleisch essen, empfehlen sich die frittierten Pilze mit Quarksoße und Bodensalat. Wann ist das jetzt mal Bodensalat da gegessen? Ja, ich schätze, das ist 12 Jahre her. 12 Jahre, okay. Wir werden auf jeden Fall nachprüfen, ob der Bodensalat noch so gut ist wie vor 12 Jahren. Bist du mal hier gewesen, willst du nie mehr raus, auf der Tisbar. Ich bleib hier an der Ruhe. Und das aus gutem Grund, hier bist du nämlich Mensch, auch mit deinem kleinen Hund. Aber das ist nur was für Leute, die den Sommer scheuen, denn richtige Leute, die den Sommer nicht scheuen, die gehen Currywurst essen. Ich hab doch unsere Ruhe. Ich find das glatten warm, im Urlaub auch noch Schlange stehen, auf der Autobahn. Ich bau nicht mein Häuschen nur an der Ruhe. Hallradihi, hallradiho, ich denk nicht von kleines in der Zwischenfazit. Ja, die Currywurst ist nah, es ist auf jeden Fall sehr anstrengend, ihr seht den Schweiß auf meiner Nase, gerade habt ihr den gesehen, da. Sehr anstrengend. Aber ja, es sind ja auch nicht die besten Fahrräder. Ne? Ja, strampelt man schon ein bisschen. Aber für eine Currywurst, was macht man nicht alles dafür? Ne? Ja, mir ist gerade aufgefallen, meine Gangschaltung funktioniert nicht mehr. Macht es noch ein bisschen schwieriger. Und echt nicht? Nee, das ist jetzt immer auf, wie kann man das hier sehen, auf diesen Gang gelockt, den zweiten. Ja, großartig. Und achte, ein Helikopter. Da kommt ein Helikopter direkt über uns. Das wird nur ein richtiges Action-Video hier. Ja, es bleibt aufregend und spannend. Erstmal im Westfalenpark, wenn hier der Blümtes blüht,
dann kannst du auch vom Florian in Sauerlenken sehen. Ich bau mich mein Häuschen nur an der Ruhe. Hollradihi, hollradiho. Ich denk mich sonst klein in Miniatur. Jetzt auf einmal, gerade noch am Abstrampeln, jetzt alles cool, yo. Leute von der Ruhe sind aus besonderem Holz. Mensch, das ist wahr. Wir lieben nicht nur Rosen. Ach schau, wie weit ist es noch? Sind wir weiter? Ja, noch ungefähr 10 Minuten, dann haben wir unsere Currywurst. Okay. Weil der leider nicht direkt aufmacht. Das heißt, wir werden uns noch ein bisschen Waldrop anschauen müssen. Ja gut, aber das wollen wir auch. Wir wollen ja auch Waldrop sehen. Ja, man schaut doch mal, wie schön das hier schon ist. Du musst deinen ersten Waldrop aufschauen. Wir haben es geschafft! Es ist Waldrop! Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt da, Waldrop. Ein sehr schönes Haus hier in Emstedt. Von 1850 steht dran, glaube ich. Das ist anscheinend eine Brauerei. Ich weiß nicht, ob die noch aktiv ist oder so. Alles eine Brennerei. Brennerei. Kornbrennerei. Kornbrennerei, okay. Wirklich schick. Ja. Gucken wir mal, was Waldrop sonst noch so zu bieten hat. Curry Heini tritt nebenbei auch hier als lokaler Sponsor auf. Ich hatte schon drüber nachgedacht, dass es passieren könnte, aber wir hatten online nichts gefunden. Wir sind vom Besten ausgegangen, aber so wie es scheint, war es das mit unserem direkten Ziel in Waldrop mit Curry Heini. Was für eine Scheiße, echt. Das ist echt ein schwerer Schlag, Leute. Der ganze Sonntagsausflug ist in Gefahr jetzt. Nein. Ich würde sagen, wir müssen uns da wirklich am alten Credo festhalten. Der Weg ist das Ziel. Und wir werden hier auch noch irgendwas anderes finden. Waldrop hat sicherlich auch noch anderes zu bieten. Vielleicht sogar noch eine andere Currywurstbude. Wir wissen es nicht. Wir müssen uns erstmal neu orientieren. Ich meine, Curry Heine kann doch eigentlich keine Konkurrenz haben. Verdammt. Es war alles so gut geplant mit dem Bohnensalat. Hätten direkt eine Einschätzung geben können, ob das alles jetzt so stimmt, was wir vorher da erfragt haben. Aber ich finde keine Worte mehr. Und der Côte d'Azur, komm mal zum Monte Schlacco, an meine schöne Ruhe. Ich bau mich mein Häuschen nur an der Ruhe. Holradi, sing, holradi ho. Ich denk mich zum Kleinet in Miniatur. Ja, wir sind jetzt so spontan nach Waldrop heute gefahren. Mhm. Und wir wollten eigentlich auch jetzt zu der einen Currywurst, die in der Innenstadt so berühmt ist. Ja. Der Curry Heini, aber der ist im Urlaub. Naja. Na, dann sind wir halt spontan zu dir gekommen. Aber war auf jeden Fall gut. Also, ich meine, in Dortmund haben wir echt viele an Dönerbuden, aber deine? Ich habe auch extra Kühlschränke, die extra von Dortmund kommen. Dortmund Mengen, der hier aufgehabt wird. Von der Seite Sel, Brambauern, Platten, manche Kundschaft habe ich auch von Erkenschwieg. Naja, das ist bei Platten dann, ne? Ja, Hinterbacken. Also ich habe gute Ruf. Ich habe den 11. Platz, wird so gesagt, aber ich weiß nicht, was ich den 11. Platz habe, vor allem die Kundschaft und natürlich die Ebenen. Vor allem mein spezielles Soße, das gibt es nur bei mir. Ach, die? Curry. Die hattest du doch auch gehabt, ne? Und ja. Ich habe eine Allergie gemacht. In 2015 bei der Zeit und war vor der Zeit. Ja, also bist auf jeden Fall das jetzt der beste Wunderland, wenn ich im Wald komme. Ja, alles ist unsere Geheimnis. Auch unsere Würfel, unsere Fleisch. Wir
Rezept gehört mir als mit der Fleischproduktion. Arbeite ich mit der Produktion, die machen nur mein Rezept. Ja. Wie geht's so in der Hitze? Weil ich stelle mir das ziemlich schlimm vor. Gewinnsache. Ja, muss man sich gewöhnen. Okay, ist nicht einfach, aber ich bin daran gewöhnt. Danke dir. Danke auch. Falls ihr mal einen Waldspruch seid, schaut mal auf den Döner-Teller, dann schaut mal bei Sindbad Döner vorbei. Ja. Ja, Leute, wir sind jetzt hier notgedrungen eingekehrt in Dönerbude hier am Stadtrand. Ja, war auch nur eigentlich drei andere Buden, sonst noch, glaube ich, in ganz Waldrop auf. Also wir hatten nicht so viel Auswahl. Dann war es halt jetzt über gut bewertet und dachten, dann steigen wir hier mal ab, würde ich sagen. Ja. Und es war echt völlig in Ordnung. Ich bin natürlich trotzdem noch ein bisschen enttäuscht, dass wir jetzt nicht unser eigenes Ziel verwirklichen konnten. Aber jetzt konnten wir halt auch so einen kleinen Eindruck nochmal hier von dem Laden geben und von Waldrop bekommen. Ja, und ohne Scheiß, ne? Mal Props an alle raus, die in so einem Bereich arbeiten. Das ist halt einfach fucking hart, in der Dönerbude, speziell bei über 30 Grad zu stehen, so, ne, und für wenig Ertrag, so, jeden Tag sind die Leute halt auf der Rolle und deswegen, ja, Props gehen raus an alle Leute, die Dönerbude oder Kiosk, Pizzeria, egal was. Ja. Ihr versorgt die Arbeit halt besser. Man sagt, wir Leute von Ruhe sind aus besonderem Holz. Mensch, das ist wahr. Wir lieben nicht nur Rosen, auf Georg der Stelle sind wir auch stolz. Auch das ist wahr. Was willst du in Monaco und der Côte d'Azur? Komm mal zum Monte Schlacco, an meine schöne Ruhe. So, wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Ja, es war auf jeden Fall ein beschwerlicher Weg und wir konnten nicht direkt unser Ziel erreichen, Curry Heini aufzusuchen, aber trotzdem würde ich sagen, hat diese Reise uns viel gegeben. Es war sicherlich einer unserer Top 5 komischsten Reisen irgendwo. Ich denke mal, ihr werdet euch das gleiche jetzt auch selber denken, dass es eine komische Reise war, aber ja, uns hat Spaß gemacht, wir sind ziemlich ausgepowert, mal ein bisschen Sport wieder gemacht. Ja, neue Ecken von der eigenen Stadt und von Waldrop kennengelernt. Und insofern, schreibt uns doch in die Kommentare, wie hat es euch gefallen? Kennt ihr auch die Dönerbude in Waldrop, wo wir waren? Das sind jetzt alles so die spannenden Fragen, die euch wahrscheinlich bewegen und die ihr mit uns teilen könnt. Ja, auf jeden Fall. Wir sind gespannt auf das, was ihr da erfahren habt im Waldrop und bei Sympathie. In diesem Sinne. Glück auf.